So spricht jetzt der Kollege Albert Rupprecht. Ja, liebe Kollegin Golke, Sie sind ja schnell im Denken, schnell im Reden. Es macht eigentlich Spaß, mit Ihnen zu diskutieren, nur manchmal dramatisch, ideologisch verbohrt. Doch, ist leider so. Also dieses penetrante Gleichmachen, Nivellieren, Gießkanne in die Breite und jeglichen Ansatz von Leistung, von Exzellenz, von Elite ablehnen, ist einfach wirklich schrecklich. Wenn es nach Ihnen geht, würden auch die Fußball-Europameisterschaft, die Fußball-Weltmeisterschaft abschaffen, weil sie nämlich Spitzenleistung schlichtweg nicht ertragen können. Da haben wir eine vollkommen andere Position. Wir glauben, dass man auch Spitzenleistung braucht in Deutschland, um auch im Wohlstand und sozialer Sicherheit an der Spitze in Zukunft bei der Welt dabei zu sein. Frau Ministerin Wanka, Sie haben drei Pakete verhandelt. Die drei Pakete sind ein Meilenstein für die Wissenschaftsarchitektur in Deutschland. Ich würde sagen, Sie sind ein großer Wurf. Und ich gratuliere Ihnen. Und auch die Rede des Kollegen Gehring ist ja als Oppositionsrede durchaus beachtlich gewesen. Es gab in einzelnen Details andere Einschätzungen. Das ist ja in einer Debatte in so komplexen Themen ganz normal und üblich. Aber ich glaube, insgesamt ist die Stimmung hier im Haus, dass das, was Sie vorgelegt haben, in der Tat ein großer Wurf ist. Aus der zeitlich befristeten Exzellenzinitiative wird eine dauerhafte, unbefristete Exzellenzstrategie. Herr Rossmann, das hat Frau Wanka auch im Vorfeld schon diesen Begriff so durchgesetzt oder verhandelt. Darauf hat man sich schon geeinigt, weil es wirklich eine neue Qualität hat. Statt kurzfristiger Projektritis eine langfristige, dauerhafte Existenzkultur in unserem Land aufzubauen. Da braucht es eben auch die dauerhafte, langfristige Finanzierung auf Basis des Artikel 91b unserer Verfassung. Und wieder einmal ist der Bund, wie auch in den letzten 10 Jahren schon, Architekt, Impulsgeber, Verhandlungsführer und letztendlich Hauptfinanzier dieser immens wichtigen Weiterentwicklung des deutschen Wissenschaftssystems. Die Unionsfraktion hat von Anfang an, und ich sage ja als einzige Fraktion, ein klares, deutliches Bekenntnis zur Exzellenz abgegeben. Unsere Aussage war stets, Herr Rossmann, wo Exzellenz draufsteht, muss auch Exzellenz drinnen sein. Exzellenz draufzuschreiben, um ein Paket Gießkanne zu betreiben, das war nicht das, was wir wollten. Und da haben wir uns auch dagegen gewehrt. Und das, was vorliegt, ist auch die Umsetzung dessen. Ich gestehe hier an einem Punkt zu, wenn man so die Punkte vergleicht, was wir uns vorgenommen haben, was jetzt im Ergebnis verhandelt worden ist, würde ich sagen, zu 98% sind unsere Punkte umgesetzt. Einen Punkt gibt es in der Tat, dass wir uns durchaus vorstellen hätten können, bei den Spitzenuniversitäten nicht 8 bis 11 zu machen, sondern 4 bis 5, weil wir glauben, dass wir dadurch dem Ziel, international wettbewerbsfähig zu sein und zu werden und immer mehr zu werden, ein Stück eher näher gekommen wären. Aber nichtsdestotrotz, insgesamt sagen wir sind sehr zufrieden mit diesem Paket. Es ist zu 98% Unionspolitik. Wir brauchen, vergleichen Sie unsere Position mit dem, was rausgekommen ist, werden Sie sehen. Wir brauchen eine gesunde Breite, aber wir brauchen auch die absolute Spitze. Und Frau Golke noch mal, mit Abstand der größte Teil der Mittel aus dem Bundeshaushalt geht in die Breitenförderung. Ob das ist die 22 Milliarden, die im Hochschulpakt in der gesamten Laufzeit verwandt werden, der Qualitätspakt Lehre und viele andere weitere Maßnahmen. Der Gesamthaushalt von 17 Milliarden, da können Sie wohl nicht ernsthaft glauben und ernsthaft den Eindruck erwecken, dass aus den 17 Milliarden der überwiegende Teil für die Exzellenz zur Verfügung gestellt wird. Der absolut überwiegende Teil geht in die Breitenförderung. Aber nichtsdestotrotz sind wir in der Überzeugung, dass wir auch wissenschaftliche Elite in Deutschland brauchen. Wir haben zum Glück eine Max-Planck-Gesellschaft, die in der internationalen Liga top vorne dabei ist. Aber die Realität ist, dass es an den Universitäten, und zwar auch trotz der letzten 10 Jahre Exzellenzinitiative, immer noch einiges zu tun gibt. Vor 10 Jahren waren die besten deutschen Unis beim Shanghai-Ranking auf Platz 51. Und nach 10 Jahren großer Kraftanstrengung ist die beste Uni Heidelberg auf Platz 46. Die anderen Länder schlafen nicht, trotz der großen Anstrengungen, die wir in Deutschland wahrgenommen haben und umgesetzt haben. Und deswegen können wir uns damit nicht zufrieden geben, sondern deswegen braucht es aus der kurzfristigen
Projektdenke heraus eben einen Aufbau einer langfristigen Exzellenzkultur, die hineingetragen wird in die Hochschulen. Und dazu braucht es strukturelle Änderungen, dazu braucht es natürlich eine kräftige Finanzausstattung, aber es braucht natürlich vor allem eine Kulturänderung. Eine Kulturänderung, die natürlich in Deutschland einen anderen Weg nehmen wird als in Harvard oder in Stanford. Wir werden unseren Deutschen, unseren eigenen Weg gehen, weil wir eigene Gegebenheiten haben und weil wir in der Breite auch sehr gut und gesund aufgestellt sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, entscheidend für den Erfolg sind Menschen. Menschen im Wissenschaftssystem. Seit wir 2005 in Berlin regieren, hat sich die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter an den Hochschulen um 60% gesteigert. Das wurde im Wesentlichen auch mitfinanziert durch Gelder des Bundes. Das Problem ist aber, dass mehr Geld, mehr Personal nicht dazu führt, dass die Mitarbeiter dann auch ausreichende Karriereperspektiven haben. Und deswegen haben wir im ersten Schritt das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geändert. Wir haben im zweiten Schritt den Ländern 1,2 Milliarden zur Verfügung gestellt, die BAföG-Milliarden, um in die Grundfinanzierung stärker sich engagieren zu können. Frau Ministerin hat es gesagt, über 10.000 Mitarbeiter im Wissenschaftssystem, im Mittelbau könnten dadurch finanziert werden. Und deswegen hat Ministerin Wanka das Tenure-Track-Programm vorgeschlagen, initiiert und verhandelt mit 1.000 Milliarden zusätzlichen Tenure-Track-Stellen oder Tenure-Track-Professuren für die besten Köpfe in unserem Land. Ist, glaube ich, in der Tat auch dieses war ein Meilenstein. Jahrelang wurde darüber geredet, wir machen es jetzt. Ich finde, das ist großartig. Ja. Der letzte Punkt in aller Kürze, die Redezeit ist vorbei. Die Fachhochschulen, das ist der dritte Bereich, haben aus unserer Sicht eine eigenständige, eine wertvolle Rolle für das Wissenschaftssystem, insbesondere in der regionalen Vernetzung, im Wissenschaftstransfer. Und deswegen ist dieses Programm Innovative Hochschulen, wo vor allem die Fachhochschulen davon partizipieren sollen und profitieren sollen, ein weiterer Meilenstein. Und auch da wiederum gilt zu sagen, 550 Millionen in 10 Jahren ist kein Pappenstiel. Auch sowas war bis dato noch nie im Markt und sowas hat es von Seiten des Bundes bis dato noch nicht gegeben. Wir geben insgesamt in diesen 10 Jahren, in den nächsten 10 Jahren, für diese drei Pakete von Seiten des Bundes 5 Milliarden aus. Die Länder ergänzen dies um weitere 1,4 Milliarden. Frau Ministerin Wanka, lieber Kollege Rupprecht, auch bei einer großzügigen Auslegung der Redezeit ist die jetzt schon sehr stark zum Ende gekommen. Frau Ministerin, ich erhebe das Glas auf Sie.